Das WB-Gespräch von Willisauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der Gut AG Gebäudetechnik. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch im aktuellen Monatsinterview von Willisauer Bott. Wir stehen am Anfang der Karwoche, die in der christlichen Welt im Zeichen des Tod und des Sterben ist. Der Tod gehört auch zum Alltag von meinem heutigen Gast. Es ist Adrian Hauser. Er führt das Bestattungsunternehmen in Willisau und Zell. Seit 10 Jahren ist er außerdem Vorstandsmitglied im Schweizerischen Verband der Bestattungsdienste und dort Vizepräsident und Ombudsmann. Herzlich willkommen, Adrian Hauser. Grüezi miteinander. Herr Hauser, der Bestatter ist ja seit einer bekannten Fernsehserie ein geflügeltes Wort geworden in der Schweiz. Und inzwischen auch gibt es ausländische Serien, habe ich gesehen. Werden Sie oft auf diese Fernsehsendung angesprochen? Ja, mittlerweile eigentlich nicht mehr so oft. Das hat ein bisschen abgenommen. Ist doch jetzt auch schon wieder ein Zeitchen her, seit Mike Müller uns da belustigt hat im Fernsehen. Aber es hat gewisse Öffnungen haben stattgefunden für die Leute, die das vielleicht das thematisiert oder das Tabuthema Tod mittlerweile auch ein bisschen anders anschauen. Also es war für uns auch positiv gewesen, eigentlich. Die Serie, der Bestatter mit Krimi und allem drum und dran war für uns für das Bestattungswesen eigentlich eine Bereicherung gewesen. Man hat fast auch das Gefühl, dass das Unternehmensbestattungswesen nicht jetzt wegen dem Krimi, aber seit dieser Zeit auch fast ein bisschen boomt, auch ein bisschen zu einem Wirtschaftsfaktor, zu einem Geschäft geworden. Ist dieser Eindruck? Also das ist sicher etwas, wo ganz viele Leute auch den Eindruck bekommen haben. Es ist lustig und dass wir auch relativ viel Geld verdienen in unserer Branche. Und ist natürlich schon so, je mehr Aufträge man hat, desto mehr verdient man. Aber der Aspekt, wo das alles halt mit sich zieht, die sind auch da und das vergisst man natürlich dann meistens. Ja. Früher, wenn ich mich so erinnere, sind das Bestatter eher ein Nebenerwerb, oder wie man dem sagen will. Es war ein Schreiner, ein Sargmagazin, wie das alle geheißen hat. Das Berufsbild hat sich relativ stark gewandelt und ist auch mit der Professionalisierung einhergegangen. Was bieten Sie also über das reine Bestattungswesen heute an als professioneller Bestatter? Ja, ich habe mal das Buch gelesen von Josef Zielmann, alias Seppia de Wegere, «Wie sie heimgingen». Das handelt sich um rund 1920 in der Napfregion, also da, wo wir wohnen, wo wir tätig sind. Und wenn ich das so ein bisschen vergleiche, hat sich dahingehend etwas geändert, dass wir einfach auch ein bisschen vielfältiger geworden sind. Man schaut da über Grenzen aus, es ist nicht mehr alles so im Dorf selber, wo man daheim ist. Und das ist ja für uns auch so, wir sind in der Region tätig und nicht nur im Dorf selber. Von der Professionalisierung her ist es natürlich so, dass wir heute relativ schnell parat sein müssen. Also wenn man einen Todesfall kommt das Telefon, sei es von Polizei, von Angehörigen, Altersheim oder Spital. Meistens ist es heute schon so, dass man unsere Dienste schneller erwartet, weder als das damals noch der Fall war. Und vom Angebot her, also sie bieten ja auch für mehr Beratungen oder sonstige Service, oder wie man dem sagen will, an. Mhm. Das ist auch ein Erfolg von dieser Professionalisierung. Das Beratungsgespräch, das ist sehr wichtig, weil wir ja heute auch ganz viele verschiedene Formen haben von Beisetzungen. Also wir können den Friedhof. Wir wissen aber alle auch, dass wir in der Schweiz relativ stark liberalisiert sind, dass in der Schweiz ganz viel Sachen erlaubt sind, die in anderen Ländern völlig undenkbar sind. Jetzt, nicht nur mit der Sterbehilfe, sondern dann auch mit der Asche. Was machen wir nachher mit der Asche? Im privaten Rahmen, im öffentlichen Raum. Und da ist schon wichtig, dass der Bestatter wirklich auch sattelfest ist, dass er seine Kunden richtig beraten und dass man auch verschiedene Sachen aufzeigt. Also da sind ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten offen heute.
Vielleicht zum Berufsbild des Bestatter, Bestatterin. Was muss so eine Person mitbringen? Also jetzt einmal von der Persönlichkeit her gesehen. Ich sage immer körperliche Konstitution, ein guter Rücken. Weil lüpfen tun wir natürlich nach wie vor, auch wenn wir heute gute Hilfsmittel haben oder in den Spital und in den Alterseinrichtungen gut eingerichtet ist. Aber wir müssen doch immer noch die verstorbenen Personen lüpfen. Also von dort her, das ist sicher wichtig. Denn eine gewisse Ausgleichheit sollte schon da sein. Also wenn man stark persönlich belastet ist mit einem Problem, das ich selber ja auch schon erlebt habe, wenn man vielleicht ein familiäres Problem hat, das einem dann immer beschäftigt, dass man halt nicht gleich gegenüber den von der Trauerfamilie auftreten kann. Und da ist doch unsere Professionalität und Hilfe sehr gefragt. Und das kann dann manchmal schwierig sein. Kommt dazu, dass man absolut bereit sein muss, 24 Stunden zu arbeiten, also halt auch in der Nacht aufstehen, dass man sich das auch bewusst ist, dass man an einem Fest nicht komplett alkoholisiert heimgeht, dass man immer bereit ist und weiss, es kann sein, dass ich in einer halben Stunde im Auto sitzen und irgendwo hinfahren. Wie wird man Bestatter? Sie sind auf einem Berufsweg dazugekommen, Sie sind Polizist gewesen. Kann man auch eine Lehre machen? Jetzt mal ganz naiv gefragt. Also wir bieten vom Verband von der Bestattungsdienste aus einen Berufslehrgang anbieten. Das heisst, man macht eine zweijährige Ausbildung berufsbegleitend mit verschiedenen Kursmodulen, die man anbietet. Schlussendlich kann man dann den eidgenössischen Bestatter mit Fachausweis erlangen. Das ist eigentlich das Ziel. Und von Verbandsseite her sind wir natürlich auch bestrebt darum, dass eine gewisse Professionalisierung für jedes Bestattungsunternehmen da ist, dass man in Zukunft sagen kann, man hat in jedem Betrieb eine Person, die diese Ausbildung gemacht hat, auf eidgenössischer Ebene. Da sind wir im Moment noch ein bisschen am Kämpfen, aber wir sehen doch rechte Fortschritte, vor allem auch in den Westschweizer Kantonen und im Tessin, wo das jetzt langsam auf kantonaler Ebene in die Bücher hineingeschrieben wird, und in der Zentralschweiz sind wir da noch ein bisschen davon entfernt. Corona, wir kommen nicht drum herum, auch um das Thema wieder, hat uns alle verändert, aber sicher auch Ihren Beruf im Speziellen. Wenn wir vielleicht zu den technischen Veränderungen zuerst kommen, die Anforderungen sind ganz anders geworden, sie haben andere Vorschriften, viele Leute wissen zum Teil auch nicht, was ist noch erlaubt und was nicht. Können Sie uns da vielleicht kurz ein bisschen Klarheit verschaffen zu diesem Thema? Selbstverständlich, also erlaubt ist nach wie vor eine Aufbahrung, wie das auch immer der Fall war. Wir tun aber die Verstorbenen heute in den Aufbahrungsräumen hinter Glas oder Plexiglas aufbahren, so dass eigentlich ein physischer Kontakt nicht möglich ist. Dass man Verstorbene, die am Virus verstorben sind, nicht kann anlängen oder man sollte sie nicht anlängen. Dazu tun wir aber auch noch einen Text auflegen in den Auffahrungsräumen auf dem Katafalk, also in unmittelbarer Nähe der Verstorbenen, wo wir wirklich auch darauf hinweisen, dass die Person, die jetzt hier im Auffahrungsraum liegt, am Virus verstorben ist. Das ist, sagen die technische Seite. Da gibt es sicher die emotionale, die auch noch schwieriger geworden ist, sei das für den Menschen, der Abschied nimmt, für die Menschen, seine Nächsten, die allenfalls nicht zu ihm können. Also ein Abschied, ein Einsamsterben, wie man so sagt. Wie können Sie das oder wie probieren Sie das aufzufahren, diese noch spezielle Situation? Also das kann ich persönlich natürlich nicht auffahren. Wir sehen einfach, dass vor Corona, also sagen die Zeit vor Corona, hat man halt etwa gelesen in den Todesanzeigen, die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt oder eine Beisetzung auf dem Friedhof ist im engsten Familienkreis. Aktuell ist es halt so, dass nur das möglich ist, also die 50-Personen-Regel, die man im Gottesdienst hat und dann grundsätzlich auch auf dem Friedhof, obwohl man dort ein bisschen mehr Platz hat. Also wenn jetzt halt dort vielleicht Grosskinder nicht können in den Gottesdienst gehen, dass sie zumindest auf dem Friedhof dabei sein können, wo man auch ein bisschen Abstand kann. Mhm. Sie haben es angesprochen, die Todesanzeige eben vor Corona, die mehr auch individuelle Arten von Bestattungen, von Wünschen, zum Teil auch ohne Grabstätten.
Es gibt Leute, die da Mühe haben damit, sagen, ja, ich kann niemanden mehr Abschied nehmen. Wie sehen Sie es persönlich? Ja, ich bin ja zusätzlich noch Totengräber da bei uns in Willisau und habe natürlich mal den Kontakt auch mit Leuten, die auf dem Friedhof jemanden suchen. Das heisst, man sieht, es geht jemand über den Friedhof, sie gehen durch alle Reihen bei allen neuen Gräbern vorbei und sie suchen jemanden und wenn ich sie dann anspreche, ist es halt vielleicht so, dass jemand nicht beschriftet ist. Das kann ja auch sein, Gemeinschaftsgrab ohne Inschrift. Oder als gar eine Beisetzung gegeben hat, irgendwo im Wald oder im Bach oder im privaten Rahmen. Und dann tut man das halt so kund. Und wenn das jemand will und wirklich das halt ein Wunsch war von einer Familie, sei es aus persönlicher Überzeugung oder aus finanzieller Überzeugung, dann ja, kann ich da nichts dazu oder dagegen sagen. Vielleicht ganz allgemein gefragt, was schätzen Sie oder was lieben Sie an Ihrem, ja, fast doch eher traurigen Beruf? Dankbarkeit und Wertschätzung. Also wenn ich durch Städtli gehe und sehe, wie mir die Leute begegnen, dann bin ich zufrieden und glücklich. Können Sie manchmal nicht auch an Grenzen? Also sei das physisch, eben der 24-Stunden-Betrieb, aber vor allem auch emotional? Ja, nein, bis jetzt eigentlich nicht. Ich habe das gut auffangen, ich habe das Gefühl, ich habe einen guten Ausgleich. Aber wenn man sieht, dass jemand vielleicht vereinsamt verstorben ist, dass niemand bei ihnen, bei den Verstorbenen selber war, als sie ein paar Tage daheim waren, denke ich dann schon, es ist eigentlich traurig für die Person, warum auch immer. Das ist etwas, was sicher auch niemand verdient hat. Der Tod ist eben fast täglich begleitet. Stumpft man da nicht irgendwie ab? Wird das zur Routine irgendwann? Zur Routine sicher nicht. Aber man muss wissen, das ist nicht meine Trauer. Also ich kann nicht bei jedem Todesfall natürlich mit der Familie mit Trauer. Das wird auch nicht erwartet von uns. Von uns wird ja erwartet, dass wir in dem Moment professionell sind, dass wir Hilfestellung leisten. Und das wollen wir mit bestem Wissen und Gewissen machen. Und ich glaube, da hat die eigene Trauer und Probleme haben da nichts verloren bei dieser Arbeit. Und gleich, Sie haben da gesagt, Sie haben sich mit dem Tod intensiv auch beschäftigt, aber auch mit Büchern. Macht man sich Gedanken auch über den eigenen Tod? Hat man Angst davor? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, da könnten wir eine Stunde lang miteinander reden. Ich weiss grundsätzlich, was mit dem Körper passiert nach dem Tod. Das sehe ich ja, wenn wir eine Erbestattung haben, was bis zur Erbestattung mit dem Körper der Verstorbenen passiert oder auch bis zur Einäscherung. Aber über den Tod aus habe ich es so immer ein bisschen mit meiner Großmutter, die mir als kleines Kind gesagt hat, Adrian, du musst immer recht und ehrlich sein und dann hast du auch nichts zu befürchten. Und dann ein paar oder kurze Zeit später haben wir ja das Lied gehört vom Rudi Rima, vom Schacher Seppli. Und wenn man das eigentlich so vor Augen führt, wie wir irgendwann vor der Himmelstür stehen und noch diskutieren können, dann bin ich guter Dinge, dass es eigentlich gut rauskommt. Schön. Dann warten wir noch ein bisschen mit dem Moment, selbstverständlich. Ja. Herzlichen Dank, Adrian Hauser, dass Sie bei uns heute zu Gast gewesen sind. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es, ein Gespräch vom März. Wir hoffen, dass Sie auch in einem Monat wieder bei uns hier zuschalten. Inzwischen alles Gute und frohe Ostertage. Das Webgespräch von Willisauer Boot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der Gut AG Gebäudetechnik.